drauf. Und ganz langsam. Ganz langsam. Guck mal, das war das Zimmer. War das die Küche? Guck mal, nein, hier haben wir Linzer Tochter gegessen. Nein, nein. Aber was tut denn der? Hm? Da ist ein Becken. Das gab's da. Erinnerungsreise. Das erste Mal nach über 70 Jaffe Jahren besuchen Lilli Jaffe und Raya Kuhn das Haus ihrer Vorfahren. Die Stifterfamilie Uhlmann in Röding. Lilli H. Uhr, und das bist du. Wo? Viel Putz ist im Laufe der Jahrzehnte von den Wänden gebröckelt. Sonst hat sich wenig verändert. Aber wenn das renoviert würde, restauriert würde, wäre gar nicht schlecht. Na? Hier war die Küche. Ja? Hier war betreten verboten. Das kann man da machen. Da ging es rauf, natürlich. Die Cousinen Lilli und Raya verbrachten häufig ihre Schulferien hier in Rödingen bei ihrer Großtante Sibylla Ullmann. Die Ullmanns gehörten einst zu den alteingesessenen jüdischen Familien des Ortes. In ihrem Hof stand die Synagoge der Gemeinde. Aber das ist sehr lange her. Als Lilli und Raya Kinder waren, lebte ihre Großtante Sibylla als letztes Mitglied der Familie in dem Haus. Tante Bildchen war eine alte, einsame Frau. War nicht groß und hat ganz krause Haare gehabt. So krause Haare und dunkle Augen. Und sie hatte etwas sehr Liebes im Gesicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da schon gehbehindert war oder ob das später war. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich kann mich ja nur erinnern, dass sie dann, wo wir so dunkel angezogen waren, ja für die älteren Leute all. Und dass sie dann an der Tür kam und winkte schon mal, dass einer dahin lief. Da kriegte man 5 Pfennig, da haben wir was eingekauft, nicht, für sie. Nicht. Und eine nette, kleine, zierliche Dame. Und für die haben wir Besorgungen gemacht. Anschließend kriegten wir Matzen. Das war... ich vermute Mehl mit Wasser vermischt, getrocknet irgendwie. Also es war nicht zu definieren. Es war trocken, aber wir müssen uns ja bedanken, wir kriegen ja was geschenkt. Nur noch wenige erinnern sich an Sibylla Ullmann, die letzte jüdische Bewohnerin Rödingens. Mit ihr verschwand eine ganze Kultur aus dem Ort. Die Kultur des rheinischen Landjudentums. Der Landschaftsverband Rheinland hat das Haus gekauft, um ihr Erbe zu bewahren, Spuren zu sichern, die Sibylla Ullmann und ihre Familie hinterlassen haben. Die Geschichte beginnt um das Jahr 1780. Damals kam ein Mann namens Philipp Sussmann aus Böhmen ins Rheinland. Er wanderte in die Gegend von Jülich und von Jülich einen Tagesmarsch weiter, so kam er nach Rödingen. Philipp Sussmann war Jude. Warum er damals seine Heimat verließ, ist nicht überliefert. 1781 ließ er sich in Rödingen nieder. Dafür gab es einen guten Grund. Schon lange lebten in der fast ausschließlich katholischen Ortschaft auch jüdische Bürger. Es gab sogar einen jüdischen Friedhof. Philipp Sussmann heiratete die Jüdin Sophie Abraham und bekam mit ihr 4 Kinder. Dafür brauchte er jedoch die Zustimmung des Herzogs von Jülich-Berg. Für die deutschen Fürsten waren die Juden damals vor allem eine Einnahmequelle. Sie mussten eine Erlaubnis erwerben und das war immer mit Geldabgaben verbunden, wenn sie heirateten, wenn sie Kinder bekamen, wenn die Kinder einen Beruf ergreifen wollten, ihren eigenen Beruf. Und sie mussten auch jährlich Schutzabgaben, nannte man das damals, bezahlen, dafür, dass sie einfach in dem Ort weiter leben durften und ihren Beruf ausüben. Doch dann bricht eine neue Zeit an. Im Oktober 1794 erobern französische Revolutionstruppen in wenigen Tagen das linksrheinische Rheinland.
Auch die Zitadelle in Jülich fällt im Sturm. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Errungenschaften der Französischen Revolution sind bald auch im Rheinland Gesetz. Für die Juden bedeutet es das Ende der Diskriminierung, ihre rechtliche Gleichstellung. In Bonn war wohl wirklich noch ein Ghetto aus dem Mittelalter bestand, hat man die Tore zum Ghetto niedergerissen. Und das war einfach Sinnbild dafür, dass Juden jetzt da wohnen konnten, wo sie wollten. In den Dörfern haben meistens keine Ghettos bestanden, weil einfach zu wenig Juden ansässig waren. Aber für die hat es sich beispielsweise bemerkbar gemacht, dass sie, wie gesagt, jetzt umziehen konnten ins Nachbardorf ohne größere Beschränkung. Dass sie jeden Beruf ergreifen konnten, wenn sie das wollten. Noch unter französischer Herrschaft wird die neue Freiheit wieder eingeschränkt. Juden müssen nun jährlich ein Handelspatent beantragen. Auch Philipp Sussmann findet sich in den Akten. Wie die meisten Juden auf dem Land verdient er sein Geld als Händler und Metzger. Der Zugang zu anderen Berufen war Juden jahrhundertelang verwehrt. Wie hat Philipp Sussmann in Rödingen gelebt? Als Jude in einem kleinen Dorf am Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Gesetz verpflichtet ihn, einen festen Familiennamen anzunehmen. Von nun an heißt die Familie Ullmann. Ullmanns erwerben Haus und Hof in Rödingen mit Blick auf den Kirchturm. ...1933, das Jahr der Machtergreifung. Schon bald sind die Hetzparolen der Nationalsozialisten bis in jedes Dorf zu hören. In Rödingen lebt Sibylla Ullmann in dem Haus, das ihr Großvater einst gekauft hatte. Mit einer imponierenden Disziplin. Unsere Partei und unser Führer. Heil! 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 Eine, die sich an diese Zeit erinnert, ist Ellen Eliel Wallach, eine weitere Großnichte von Sibylla Ullmann. Sie war als Kind häufig zu Besuch in Rödingen. Wir sind regelmäßig hingefahren. Mein Vater eine sehr, wie sagt man, liebevolle Beziehung mit der Tante hatte, die ihn miterzogen hat. Ich erinnere mich auch noch an das Haus. Wie nennt man das? Es gab so Kommoden mit einer Marmorplatte und mit dem Waschbecken und mit einer Lampettkanne. Das erinnere ich mich noch. Da gab es kein Badezimmer. Das Wasser war kalt und im Winter war sogar eine Eisschicht drauf. Also es war weniger komfortabel wie zu Hause. Ellen mit ihrem Vater Richard Wallach, dem Lieblingsneffen Sibylla Ullmanns. Richard Wallach lebte in Düsseldorf und verdiente sein Geld an der Börse als Getreidehändler. Doch die Nazis boykottierten die jüdischen Händler. Die Familie geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Situation wurde sofort in 34 oder in 33 schon sehr schlimm. Die Juden durften nicht mehr an die Börse. Er war Getreide, Futtermittel, Großhandlung. Das war die Firma Wallach-Dessauer in Düsseldorf. Und das war direkt verboten. Die Juden durften nicht mehr an die Börse. Also wurde das Geschäft sofort kaputt gemacht. Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer imponierenden Mannesdurst. Meine Mutter wollte emigrieren, sehr schnell. Und mein Vater hat wegen der Tante, konnte er sich nicht entschließen zur Emigration. Ich kann die Tante nicht im Stich lassen. Das war dann sehr verhängnisvoll. Wie mag Sibylla Ullmann das Jahr 1933 erlebt haben? Redeten die Nachbarn noch mit ihr? Wer erinnerte sich daran, dass ihr Vater ein bekannter Viehhändler gewesen war? Jedes Jahr im September findet in Rödingen die Cornelius-Oktav statt. Was heute eine gewöhnliche Kirmes ist, war lange Zeit einer der größten Viehmärkte der Gegend. Hier wurden ca. 50 Pferde aufgetrieben. Hier wurden Pfähle gespannt, Seile dran und dann stand Pferd an Pferd
Auf der linken Seite, da war die Rinder aufgeführt. Und hier in diesem Teil, da waren Schweinehändler, die kleine Schweine verkauften. Es gab Hasen, Kaninchen, alle zu kaufen. Auch Sibillas Vater, Isaac Ullmann, handelte mit Vieh und er schlachtete auch selbst. Von seinem Vater Philipp hatte er das Metzgerhandwerk gelernt, das einzige Handwerk, das Juden ausüben durften. Er schlachtete für die christlichen Nachbarn und für seine jüdischen Glaubensbrüder, nach den Regeln seiner Religion. Isaac war ein angesehener Bürger in Rödingen. Mit 40 Jahren wurde er zum Vorsteher der jüdischen Gemeinde gewählt und blieb es bis zu seinem Tod. Im Jahr 1841 ließ er in seinem Hof eine Synagoge bauen und stiftete sie der Gemeinde. Am Schabbat kamen die Juden aus Rödingen und den umliegenden Dörfern hier zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Die Frauen hatten ihren Platz oben auf der Empore. 40 Mitglieder zählte die Gemeinde damals. Das Gotteshaus, das Isaac Ullmann hatte errichten lassen, war ein schlichter Bau, so wie viele der mehr als 300 Synagogen und Betstuben, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Rheinland entstanden. Die meisten von ihnen existieren heute nicht mehr. Die Rödinger Synagoge wurde jahrzehntelang als Werkstatt genutzt, ihre ursprüngliche Bestimmung geriet in Vergessenheit. So überstand sie Novemberpogrom und Krieg. Für uns Denkmalpfleger ist also ein Objekt ein kleiner Lottogewinn, weil wir hier ein recht authentisches Gebäude vorfinden, an dem wir eben Spuren der Vergangenheit, Spuren von mehr als 100 Jahren noch feststellen können. Und wir können eben erkennen, wie Menschen vor 100 Jahren, vor 150 Jahren gelebt haben, welche Gestaltungsgewohnheiten sie hatten. Und das ist schon eine ganz besondere Situation. Restauratoren vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland legen die Geschichte des Gebäudes Schicht für Schicht frei. Der Landschaftsverband hat Synagoge und Wohnhaus der Familie Ullmann erworben, um sie als Erinnerungsort für das jüdische Leben im Rheinland zu erhalten. Die Synagoge war in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Zentrum der Landgemeinde. In der Ausübung ihres Glaubens waren die Gemeindemitglieder auf sich selbst gestellt. Einen Rabbiner gab es nicht. Umso stärker hielten sie an ihren Traditionen fest. Mit dem Anzünden der Kerzen beginnt der Schabbat. Der Tag, an dem ein gläubiger Jude keine Arbeit verrichten, keine Lasten tragen, keine weiten Wege zurücklegen darf. Als Sibylla Ullmann ein Kind war, wurde der Schabbat in ihrer Familie bestimmt gefeiert. Schließlich war ihr Vater der Vorsteher der Gemeinde. Noch heute erzählen die Leute in Rödingen vom sogenannten Schabbesgäu, von den christlichen Nachbarskindern, die am Schabbat für die jüdischen Familien den Ofen heizten und andere notwendige Arbeiten verrichteten. Manche Geschichten werden von Generation zu Generation weitererzählt. Und die Familie Ullmann pflegte immer am Schabbes, also am Sabbat, für die Armen ihrer Straße mitzukochen. Und mein Großvater ist halt öfters da gewesen, Essen holen. Und er hatte deshalb eine sehr besondere Beziehung zu der Familie Ullmann, wie gesagt. Er wurde praktisch, wie seine ganzen Geschwister, von der Familie Ullmann, kann man sagen, durchgefüttert. Ach ja, guck mal. Da gehen die Frauen rauf. Als Lili Jaffe und Raya Kohn im Sommer 2001 Rödingen besuchen, steht die Synagoge seit einem Jahr leer. Wenn man nicht wüsste, dass das... Damals war es immer dunkel, jetzt haben sie den hier aufgemacht. Da muss wohl der Toraschrank gewesen sein. Und da sind noch Fresken. Einige Spuren verraten noch, dass der Raum lange Zeit als Werkstatt genutzt wurde. Er wurde nicht verändert, verfiel nur von Jahr zu Jahr mehr. Kannst du da ich? Welche Gefühle für aufbringen? Überhaupt nicht. Nein, leider nicht. Gar nicht. Wie kommt das?
Hören Sie mal, das ist doch alles furchtbar lang her. Abgesehen davon, dass wir überhaupt mit Religion wenig zu tun haben. Wir haben nie gesehen, dass diese Synagoge in Betrieb war, dass man hier gebetet hat. Die war hat. Ja nicht. Das gab es ja gar nicht. Zeit das war, die schon nicht das war mehr. Damals schon eine Ruine. Nein, eine Ruine war sie nicht. Spinnweben waren da. Nein, nein, Ruine war sie nicht, aber sie war natürlich nicht in Betrieb. Aber von Sentimental Value kann man nichts sagen. Nichts, weiß nicht mehr. Das war so ein Kurios, dass hier die alte Tante hat hier gewohnt und da war eine Synagoge im Hof. Das war wussten, kurios. Die war ja nicht kam mehr. Aus Düsseldorf, wir hatten eine große, schöne Synagoge mit einer Orgel und es war ganz was anderes. Und hier, das. Man könnte das erstmal vollkommen renovieren, ja? Da könnte man natürlich Verschiedenes draus machen. Man könnte einen Gemeindesaal hier machen, ja? Gemeinderaum. Aber für wen? Für alle. Nicht für. Es gibt doch keine Juden mehr. Doch Quatsch. Nein? Man könnte hier einen. Wo hier was stattfinden könnte. Man könnte hier Theater spielen, man könnte hier Musik machen. Als Veranstaltungsraum, nicht mehr als Synagoge, bestimmt nicht. Hm? Wann der letzte Gottesdienst in der Synagoge stattgefunden hat, weiß heute niemand mehr genau. Es muss kurz nach 1900 gewesen sein. Die Gemeinde war immer kleiner geworden. Viele Juden hatten Rödingen verlassen. Ja, das sieht original aus. Im Jahr 1904 gab es jedenfalls keine jüdischen Kinder mehr im Ort. Die guten Zeiten waren vorbei. Rödingen hatte seine Bedeutung als Handelsplatz weitgehend verloren. Die Industrialisierung war am Ort vorbeigezogen. Rödingen hatte noch nicht mal einen Bahnanschluss erhalten. Die jüdischen Einwohner verließen den Ort früher als ihre christlichen Nachbarn und zogen in die umliegenden Städte. Die Dorfbewohner kannten die wenigen Juden, die geblieben waren. Was dachten die Rödinger über ihre jüdischen Nachbarn? Hatten sie Vorbehalte gegen die, die einer anderen Glaubensgemeinschaft angehörten? Die am Sonntag, wenn sie alle in die Kirche gingen, zu Hause blieben? Oder war es einfach eine gute Nachbarschaft? An ein Ereignis erinnern sich heute noch viele der älteren Einwohner. Die Beerdigung der Jüdin Henriette Horn. Dann sind wir hingegangen und da waren dann alte, klare Weiber von Jülich, also jüdische Frauen von Jülich waren da. Und die haben dann so auf Hebräisch die klare Lieder. Wir haben ja nicht verstanden, was sie gesungen haben. Jedenfalls waren die da so am Jammern. Nicht? Und ich würde halt sagen, die waren dann richtig am Jammern. Nicht? Und das war was, musste so sein. Nicht? Ja, und dann sind wir, also dann ist am Nachmittag wurde sie begraben. Da waren noch viele hier im Dorf, die mitgegangen sind. Nicht? Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, war Sibylla Ullmann die einzige Jüdin, die noch in Rödingen lebte. Sie hatte kaum Kontakt zu den Nachbarn. So erinnern sich die, die damals Kinder waren. Ihr Düsseldorfer Neffe Richard Wallach war der Einzige, der sie regelmäßig besuchte. Er war in Rödingen bekannt. Ein großer, kräftiger Mann. Der war Getreidehändler. Ne? War ein großer, hat ein paar Jahre zehn hier, ne? Da kamen nicht anderen. Da hieß es immer, Ullmanns Richard ist da. Nicht? Dann kam damals schon mit dem Auto, das war Seltenheit. Ja, bloß der Doktor hat hier ein Auto. Nicht? Der Medizinalrat Meller, nicht? War hier der Arzt im Ort. Der hat ein Auto, sonst hatte ich kein Auto. In Rödingen glauben die älteren Leute bis heute, dass die Familie Ullmann wohlhabend war. Aber das war schon lange her. Und seitdem die Nazis an der Macht waren, wurde ihre wirtschaftliche Situation immer verzweifelter. Freiheit!
Wir werden ja gemieden auf der Börse, also wir können kein Geschäft mehr machen, das ist bald Schluss. Das hat er gesagt. Da sagt Papa noch, das tut mir wohl leid, Richard, nicht, dass das so ist. Nicht. Ich habe gesagt, was willst du machen? Das ist nichts mehr. Nicht. Richard Wallach versucht, seine Familie mit dem Verkauf von Apfelsinen über Wasser zu halten. Auf das Haus in Rödingen nimmt die Familie eine Hypothek auf. Aber das alles reicht nicht aus zum Überleben. Und das Haus musste verkauft werden. Es waren ja gar keine Mittel mehr, dass die Tante Bildchen dann noch leben konnte. Das in erster Instanz. Es wurde ja alles kaputt gemacht von den Nazis. Im November 1934 verkauft Richard Wallach Haus und Hof in Rödingen an einen Schausteller. Den interessiert vor allem die ehemalige Synagoge. Von nun an wird sie als Werkstatt für Kirmeswagen benutzt. Im Alter von 74 Jahren verlässt Sibylla Ullmann Rödingen und zieht zu ihrem Neffen nach Düsseldorf. Als die Familie auch die Miete für die Wohnung nicht mehr bezahlen kann, kommt Sibylla Ullmann in das jüdische Altersheim in Mönchengladbach-Reit. Richard Wallach, der wegen seiner Tante Deutschland nicht hatte verlassen wollen, entschließt sich 1939 zur Flucht nach Holland. Seine Tochter Ellen ist die letzte, die Sibylla Ullmann besucht. Und ich wurde dann allein nach Reit geschickt per Zug, um ihr Adieu zu sagen. Ich weiß auch, dass es mir sehr schwer fiel und dass ich so aufgeregt war, dass ich hinterher im Zug auf meinen neuen Rock und auf eine neue Schultasche alles übergeben habe. So aufgeregt war ich. Ich habe sie sehr geliebt. Die Bewohner des jüdischen Altersheims in Reit. Ein Gruppenfoto. 1942 werden sie in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Auch Sibylla Ullmann. Sie stirbt wenige Wochen nach ihrer Ankunft im Lager. Ihr Neffe Richard Wallach und seine Tochter Ellen werden später im Exil verhaftet und ebenfalls deportiert. Und dann, als wir dann von, ich weiß auch wann, im Januar 1944 von Bergen-Belsen nach Theresienstadt kamen, ich glaube, am ersten Tag haben wir Fräulein Klein aufgesucht. Und Fräulein Klein war die Direktorin von dem Altersheim in Reit und sie erzählte uns, wie jämmerlich Tante Bildchen zugrunde gegangen war in Theresienstadt. Ich meine, die alten Leute sind dann richtig auf den Speichern krepiert. Ellen Eliel Wallach wurde 1945 befreit und lebt heute in Amsterdam. Also ich möchte Ihnen jetzt noch zeigen, was aus Rödingen übrig geblieben ist, was dann nach dem Krieg wieder Gott sei Dank da war. Das ist diese Kiste, eine Deckenkiste. Und die war, die stand dann beim Expediteur in Rotterdam. Und wir haben Sachen zurückbekommen, die Kiste war dabei, zu unserer großen Freude. Und dann war da noch drin, es gab viel mehr Decken, die Tante Bildchen gestickt hat, aber die waren alle kaputt, zerfressen von Mäusen und Ratten. Diese ist noch intakt. Und das war ein Kissen ursprünglich. Meine Mutter hat dann ein Deckchen davon gemacht. Was fotografierst du denn da? Teile von dem alten Haus. Raya Kohn und Lili Jaffe konnten rechtzeitig nach Israel fliehen. Die eine ist dort geblieben, die andere lebt in Düsseldorf. Die ehemalige Landsynagoge heute. Unterstützt von einem aktiven Förderverein hat der Landschaftsverband Rheinland mit vielen Partnern aus der Region ein neues Kultur- und Begegnungszentrum im Rheinland geschaffen.